Also, nur damit das nicht in Vergessenheit gerät. Ich bin der, der die Werte vorgibt. Und ich sage das nur, weil da jetzt einer rumrennt und behauptet, er wäre der, aber nein. Ich bin der, der die Werte vorgibt. Und die vergangene Woche, die war ja wieder einmal voller interessanter Episoden. Dieses Urteil in Kärnten, 5,5 Jahre für den Martins, da habe ich mich schon kurz gefragt, ob ich mir für diese Sendung einen Kärntneranzug anziehe. So einen Kärntneranzug, das verkaufen die jetzt neuerdings als Kärntneranzug. Und in dieser mündlichen Urteilsverkündung des Richters, da war ja viel die Rede von den Tätern und den Haupttätern und deren kriminellen Energie und einer dieser Haupttäter war eben der Martins. Und der andere, der wichtigste, hat der Richter gesagt, das war der nicht mehr verfolgbare Jörg Haider. Also manchmal gefällt sie mir gut, diese kühle Amtssprache der Juristerei. Der nicht mehr verfolgbare Jörg Haider. Und was war noch? Na, der Ostermeier vor dem Parlamentarischen Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und was war da? Nix war. Ohne große Wellen ist er da rausgekommen. Kein Hauch von einem Grazer. Völlig problemlos jetzt aus seiner Sicht. Das zeigte aber eben auch, wie absurd es von dem Faymann war, sich vor dieser Aussage zu drücken. Nach allem, was man realistisch sagen kann, wäre der Faymann ja noch viel weniger in die Ecke zu treiben als der Ostermeier. Der Faymann hätte ja nahezu bei jeder heiklen Frage sagen können, Entschuldigung, in die Vorgänge war ich konkret nicht involviert. Und das wäre wahrscheinlich in 90% der Sachverhalte nicht einmal gelogen gewesen, weil welcher Minister ist in die Details der Abläufe wirklich involviert? Mit einem Wort, wäre er hingegangen, wäre ihm nichts passiert. Weil er nicht hingegangen ist, ist ihm viel passiert. Ist absurd, aber was soll man machen? Selber schuld, kein Mitleid. Aber ich will mich heute nicht noch einmal mit den Niedrigkeiten der österreichischen Operettenpolitik beschäftigen. Wo ich doch für Größeres gemacht bin. Wo ich doch der bin, der die Werte vorgibt. Und ich will mit Ihnen schon seit längerer Zeit etwas Bestimmtes besprechen. Wobei, besprechen, das hat ja sowas Dialogisches, als hätten Sie was mitzureden. Und ja, didaktisch, pädagogisch gewissermaßen ist es ja nicht schlecht, wenn ich Ihnen das Gefühl gebe, Sie hätten etwas mitzureden. Aber haben Sie natürlich nicht, weil ich bin ja der, der die Werte vorgibt. Was unterbrichst du mich schon wieder? Lassen Sie mich ausreden. Willst du streiten mit mir? Ich bin die Robot und ich bin die, die die Werte vorgibt. Also, was ich mit Ihnen besprechen will, ist der Staat. Wir alle neigen ja irgendwie dazu, den Staat runter zu machen. Viele tun das, ohne viel nachzudenken drüber, sagen Politiker, die sind ja dumm und unnütz, die haben nur ihren Eigennutz im Kopf. Oder Beamte, na, das sind so faule Sesselfurzer, die nur einen sicheren Job und ein sicheres Einkommen im Kopf haben. Also, die machen wir täglich so runter. Und dann gibt es da noch ein paar, die das nicht so unbedacht machen, die da ein Konzept dahinter haben oder eine Ideologie. Das Gemeinwesen, den Staat und seine Institutionen zu delegitimieren. Das sind die Wirtschaftsliberalen, die Neoliberalen und die mit ihnen verbundenen Räuberbanden, die den Staat sturmreif schießen wollen, damit sie ihn dann hinterher ordentlich ausplündern können. Erst machen sie den Staat als bürokratischen Moloch runter, damit man ihn ordentlich privatisieren kann. Und der Sinn des Privatisierens ist dann eben die Ausplünderung, dass man den Freundeln und sich selber den Kuchen rüberschiebt. Das war die Reagan-Methode, das war die Thatcher-Methode, das war die George W. Bush-Methode und bei uns war es halt die Haider-Schüssel-Grasser-Methode. Und übrigens, jetzt erleben wir gerade die komödiantische Fortsetzung von all dem, die Stronach-Methode. Die Wirtschaft ist gut, der Staat ist böse. Und die unbedachten Leute, die blöken diesen Blödsinn nach, bis er zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung wird. Und was mich an solchen Dingen immer interessiert, sind nicht so sehr die manifesten Folgen, die eh jeder sieht, sondern die ein bisschen subtileren Folgen. Vor 40, 50 Jahren oder auch 30 noch wäre das für einen jungen, ehrgeizigen, aber gleichzeitig auch idealistischen jungen Menschen noch eine Option gewesen, zu sagen, ich trete in den Staatsdienst ein. Der hätte sich vielleicht gedacht, ja, ich könnte auch in die Bank gehen als Investmentbanker, da würde ich dann vielleicht viel Geld machen, aber ich mache nur fiesen Kommerz, aber ich will auch etwas Sinnvolles machen. Ich will eigentlich was Sinnvolleres machen und was kann sinnvoller sein, als Dienst am Gemeinwesen zu leisten? Da verzichte ich lieber auf das viele Geld und arbeite für kleines Gehalt für kleine Einkommen. Ich verzichte auf das viele Geld, ich gehe zum Staat, ich gehe ins Ministerium oder in irgendeine andere öffentliche Institution. Sodass es in diesen öffentlichen Institutionen viele hochgebildete, kompetente Leute gab, die auch ein hohes moralisches Ethos hatten. Und ich habe gerade erst im Sommer die Memoiren von dem großen amerikanischen Ökonomen John Kenneth Galbraith gelesen, der in seinem Leben für viele
US-Regierungen, von Roosevelt bis Kennedy und noch ein bisschen für Lyndon B. Johnson, in verschiedenen Funktionen gearbeitet hat und wie er da beschreibt, wie ganze Generationen idealistischer junger Männer und Frauen in den Staatsdienst strömten. Weil die sich eben gedacht haben, das ist wichtig, da kann ich das machen, was die Wirtschaft, der Markt von sich aus eben nicht schaffen, für Gerechtigkeit arbeiten, dafür, dass auch die normalen, einfachen Leute bessere Chancen haben. Und das war auch gesellschaftlich anerkannt, dieses Ethos. Also die haben zwar weniger Geld gekriegt, als wenn sie in die Bank gegangen wären, aber sie haben ein höheres Sozialprestige gehabt als die Geldleute in den Firmen. Wie ist das heute? Ein junger Mensch, der sowas machen würde, der hätte erstens weniger Geld und zweitens auch noch das niedrige Sozialprestige des Staatsdieners, des Beamten. Also man hat das unattraktiv gemacht. Und weil der Staat überall sparen muss und schlanke Verwaltung und so, bin ich total ja auch dafür. Aber in der Praxis heißt das natürlich Aufnahmestopp für junge Leute, also keine gut ausgebildeten jungen Leute mehr in die öffentliche Verwaltung. Und das gefällt natürlich unseren wirtschaftsliberalen Ideologen, weil damit ihre Parolen zu einer Behauptung werden, die sich selbst erfüllt. Die sagen, der Staat ist prinzipiell dumm und wenn man ihn nur lange genug runtermacht, dann wird das tatsächlich. Und dann kann man ihn so richtig gut ausplündern. Stichwort Bankenreform. Da sitzen auf der einen Seite die großen Banken, CEOs mit ihren hunderten Fachleuten und den besten Top-Anwälten der Welt und auf der anderen Seite sitzen vielleicht drei staatliche Bankenregulierer, die denen in jeder Hinsicht unterlegen sind. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn sich die Banker am Ende die Gesetze selber schreiben können. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, dass diese Regeln, die sie sich selber schreiben können, sagen wir, nicht gerade zu ihrem Nachteil ausschlagen werden. Und Exempel wie diese können wir in vielen, vielen Politikbereichen finden. Und wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir natürlich viel ändern, aber auch die ideologische Grundstimmung. Jemand, der für das Gemeinwohl arbeitet, als Lehrer oder Lehrerin in der Finanzmarktaufsicht oder im Sozialministerium, wo auch immer, muss in der Position sein, dass er stolz drauf sein kann. Und der nur auf eigene Rechnung arbeitet, in der Privatwirtschaft, der darf nicht mehr als der tolle Unternehmerhecht gelten. Ist schon in Ordnung, nur in der Privatwirtschaft zu arbeiten, aber einen Job zu machen, bei dem es nur um den Profit geht, nur um den monetären Eigennutz, na, das ist halt schon ein bisschen peinlich, während es im Vergleich dazu überhaupt nicht peinlich ist, für das Gemeinwesen zu arbeiten. Um dahin zu kommen, braucht es tatsächlich sowas wie eine Umwertung der gegenwärtig gängigen Werte. Aber ich bin ja der die Werte vorgibt. Warum unterbrichst du mich? Warum lässt du mich nicht aus? Wirst du streiten mit mir? Wenn du streiten willst mit mir, bitte, dann gehen wir raus. Oder